Offensichtlich ist es so, dass über Jahre es eine völlig ungesteuerte Entwicklung gegeben hat, dass niemand mehr wirklich Einfluss genommen hat auf diese Blase, die da gerade platzt, dass etwas völlig aus den Fugen geraten ist. Und es ist schon erstaunlich, wie schnell sich so die Haltung in ganz wesentlichen Fragen ändert. Da gibt es amerikanische Banker, die überholen inzwischen unsere Jusos und betteln geradezu nach Verstaatlichung ihrer Bank. Wer hätte das noch vor kurzem gedacht, Genossinnen und Genossen? Wir haben das alle ja oft hier auch miteinander beklagt, was sich da entwickelt hat. Renditen von 20% innerhalb kürzester Zeit mussten bei allen Anlagen sofort zu erzielen sein. Kurse sind gestiegen, Aktienkurse sind gestiegen, wenn Arbeitsplätze abgebaut wurden. Genossinnen und Genossen, das war und ist eine kranke Entwicklung. Und es macht deutlich, dass wir klare, verbindliche, internationale Regeln brauchen für das, was sich auf den Geld- und Finanzmärkten tut. Vertrauen muss zurückgewonnen werden. Vertrauen auch mit kleineren Maßnahmen. Ich sage es an dieser Stelle ganz bewusst. Wie ist die SPD dafür verlacht worden, als wir gesagt haben, es muss auch eine Begrenzung von Managergehältern geben. Man muss auch vermitteln können in die Bevölkerung, was sich da tut. Und ich sage an dieser Stelle, noch wichtiger als eine Begrenzung ist mir, dass es auch mal eine persönliche Haftung für diejenigen gibt, die Tausende von Arbeitsplätzen vernichten, Genossinnen und Genossen.